Hallo, meine lieben Leute des gruseligen Entertainments. Es ist wieder Montag und es heißt Mason Rettys. Mason Rettys schlägt wieder zu. Heute habe ich hier mal nicht den Fussel dabei, denn der Fussel sagt Balls in Hell, weil er nicht bei Skype angeht. Sondern ich habe meinen guten alten Broslowski, Bro-Freund, Schrägstrich, besten Freund, Schrägstrich, Bro, Schrägstrich, Bro. Habe ich schon gesagt. Roffel Karl Toffel. Guten Tag, liebe Leute und Mr. Mason Rettys, Rettys Mason. Jo, wie ihr wahrscheinlich jetzt in meinem News schon gesehen habt, ich habe einen Job, ja, voll krass, ne? Könnte sein, dass ich vielleicht bei euch anrufe, so, hallo, ja, sind Sie zufrieden mit Ihrem Telefon? Nein? Ja, auch nicht. Ja? Also, das heißt, ich kann jetzt nicht mehr so oft aufnehmen. Jetzt diese Woche zum Beispiel arbeite ich ja Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ist Training, könnte vielleicht, dass ich dann aufnehme abends und dann Freitag wieder Arbeit. Samstag, Sonntag ist dann wieder Zeit für Aufnahme für euch. Und da mein Internet aus irgendeinem verfickten Grund, Gottes Willen, ich weiß nicht wieso, es ist richtig langsam geworden, ja? Ich lade normalerweise für Wrestling GWA die Videos hoch, ja? Was sind das? 40 MB waren das ja diesmal, ne? Ja, und ich wollte das hochladen, auf einmal steht da bei mir 140 Minuten. Ich dachte so, was? Okay, ne, start mal PC neu. Start PC neu und was ist? Immer noch 140 Minuten, ich so, ne. Also ich kann jetzt... Sei froh, bei mir zeigt der erstmal an, 63 Minuten. Ach, voll die Verarsche. Starte ich bei meinem, wir haben einen Computer und der PC oder mein Internet, wenn mir irgendwie eins reinwirken, dann steht da 360 Minuten. Okay, das ist noch ertragbar. Und auf einmal 640 Minuten. Was? Ja, das hast du von was startest du auch neu. Ja, ohne Scheiß. Also ich kann zu Hause echt nichts. Also nicht mal diese popel kleinen Videos für Wrestling kann ich hochladen, ja. Und die sind wirklich richtig klein, die Videos. Und die kann ich nicht mal hochladen. Und meine erst recht nicht. Also bei meinen steht da also so vierstellige Zahlen. Okay, ist nicht so schlimm. Ich keine Ahnung, ob es jetzt. Mein Internet kann es nicht sein, denn Videos gucken. Geht wieder, also, ne, normal. Ich muss nicht pausieren, gar nichts. Ich kann normal gucken, Videos. Und Pornos sowieso, also alles, nur, keine Ahnung, nur das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, was mit der, kann es denn, was? Mach mal bitte, kann es denn was mit der Auslastung vom YouTube-Server zu tun haben? Ich denke mal, das ist was Internes von YouTube. Also an mir kann es auf jeden Fall nicht liegen, denke ich mal. Weil es gibt manchmal Tageszeiten, da kann ich echt gut hochladen, dann wiederum Tageszeiten, da kann ich nicht hochladen. Dann gibt es wiederum Tageszeiten, da haben die Polen mein Internet. Die Polen mein Internet. Ja, ihr müsst wissen, er wohnt in so ein ich sag mal, in Deutschland gibt es keine Ghettos, aber ich sag mal, das ist so ein Möchtegern-Ghetto. Problem ist, das ist wirklich nach diesem Ghetto-Art da, ja. Also über ihm wohnen Polen und die klauen wohl andauernd sein Internet. Das ist einfach nur genial, wenn er dann mittendrin bei Skype, auf einmal hört man ihn so schlecht und dann so, ihr verdammten Wichser, hört mal auf, mein Internet zu klauen. Also da fehlt nur noch, dass er mit so einem Besen gegen die Wand haut. Was hast du gesagt, da wohnen 10 Leute in einem Raum? Mittlerweile sind das mehr, das sind solche Wichser, die haben gestern in den Aufzug reingeschissen. Was haben die? In den Aufzug reingeschissen. Also Pissen reicht wohl nicht mehr. Ich hab meine Mutter schon gefragt, ob wir noch Salzstangen haben, dann hätte ich sagen können, der Igel wohnt jetzt hier. Ja, wohnt er auch. Ah, aber die fucken einen nur ab. Okay. Jetzt kommt der Teil, den ich am meisten hasse. Das Spiel? Nee, also es kommt so ein toller Part, also für die meisten ist das wohl sehr toll, also für die Macher auf jeden Fall, Capcom sind ja so solche Sadisten-Wichser, die lieben es, die Leute hier zu vergraulen und voll auf den Sack zu gehen, was zur Hölle, bestimmt nicht. Ich bin immer noch der Meinung, die sollten bei Resident Evil wieder die Zombies einführen, die haben nochmal eine zweite Chance. Ja, also ich muss sagen, mit den Zombies war es irgendwie viel, viel einfacher. Also, jetzt, ich meine, okay, wer will schon ein einfaches Spiel haben, ne? Aber es ging mir irgendwie bei den Zombies irgendwie um diese. Ich bin eben nochmal so ein Zombie-Fan, weißt du? Und ich meine, die Wichser jetzt hier sind auch nicht so schlecht, aber. Naja, es ist blöd, das zurückschlagen, ne? Ich meine, da kann ich auch direkt irgendwie so ein Ego-Shooter zocken. Was ist das jetzt? Hast du schon diesen neuen Trailer von Resident Evil-Spiel gesehen? Ja, es gibt ja jetzt zwei neue für den 3DS. Einmal das Resident Evil Mercenaries. Und dann gibt's noch ein
diesen, ein Zwischenteil, der soll zwischen Resident Evil, was war das nochmal, falsche Taste gedrückt, zwischen Resident Evil 4 und 5, also die Vorgeschichte von 5 eigentlich soll das sein. Oh. Ja, es soll auf jeden Fall sehr spannend sein in den, das kaufe ich mir auf jeden Fall, wenn ich meinen 3DS erstmal irgendwann mal gekauft habe. Leih dir doch einfach den von Eugen und gib ihn nie wieder zurück. Ja, kann ich auch machen. Der wird das auch glatt vergessen. Nee, ich habe ihm ja meinen normalen DS ausgeliehen und den habe ich dann bei dem verplant. Ich so, irgendwann dann so die ganze Zeit so, weil Kitty und so am Anrufen so, hast du meinen DS? Ich glaube, bei dir habe ich auch angerufen, hast du meinen DS? Wer zur Hölle hat meinen DS? Dann fiel mir irgendwann ein, ach fuck, der Eugen hat meinen DS. Der Huren. Ja, ah, du verdammte Hurensohn-Schlange, ich ficke dich, warte kurz. Ich muss mal kurz eine Schlange töten. Ja, töte die Schlange. Wirk die Schlange, wirk die Gurk. Du bist auf seiner Seite. Verdammte Schlange, du verfugte Hurensohn-Schlange, endlich. Ich hasse Schlangen. So. Was gibt es hier? War hier nicht mal? Nee. Das hat sich ja voll gelohnt. Obwohl, hat sich immer gelohnt. Ich meine, dieser Boden kracht ein, aber ich weiß nicht, ey, wann. Von wem hast du gemacht? Von mir? Von dir will niemand ein Foto. Halt die Fresse. Hey. Ja, das ist der Alessio, unser anderer Bro. Der kleine Junge. Lass doch den kleinen Jungen in Ruhe. So, ihr habt bestimmt gemerkt, ich habe mir diese Magnum gekauft. Ihr werdet doch gleich erfahren, wieso ich mir die Magnum gekauft habe. Weil du cool bist, Mann. Ja, das sowieso. Aber es hat einen tiefsinnigeren Grund, wieso ich mir eine Magnum jetzt gekauft habe. Boah, ihr merkt schon, ich habe einen Haufen Granaten hier. Die verwenden wir auch gleich noch. Aber erstmal gehen wir so weiter. Nee, ich meinte das mit Eugen und dem Verchecken. Mit dem Verchecken was? Mit dem Verchecken meine ich, du hattest sein Red Dead Redemption und sein Batman. Nee, sein Batman stimmt, den hat er, was war das, Batman Arkham Asylum ist damals herausgekommen und der Eugen hat bei mir voll verplant, also er hat bei mir voll vergessen, die verdammte Weinflasche. Also er hat leider irgendwie bei mir voll verplant und das lag dann bei mir, boah, ich hol gleich meine fucking Scheiße raus, ey. Ja, dann lag es bei mir, glaube ich, über ein Jahr hier rum und dann irgendwann fiel mir auf so, als ich dann mein Spiel am gucken war, so, Moment, Batman, ach Batman, Batman. Klingling, hey Eugen, raten mal, was ich habe. Ich hab Batman. Was hast du? Was ist Batman? Batman. So, jetzt erzähle ich euch mal was über ein bisschen Strategie. Warte, Steph, ich muss ein bisschen Strategie zwischendurch mal machen. Ja, ja, mach ruhig Strategie. So, das ist eine Stelle, die, glaube ich, jeder hasst. Würde ich jetzt mal knallhart vermuten. Ja, 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 deine Mutter. Macht der da keine Musik wieder an? Ah, du Hurensohn. So. Das ist ein sehr dringender Notruf. So. Und jetzt habt ihr gemerkt, die Tür ist auf, der Wichs ist noch drin und der folgt uns nicht mehr. Oh fuck, ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall, wir haben hier draußen viel, viel mehr Platz und mit dem Wichser dazu. Ist das so einer mit einer Kettensäge? Nein, ist viel besser, ist einer mit so Wolverine-Krallen. So, und jetzt, wo er drin ist, kann er uns nichts mehr anhaben. Wuhu. Und sowas nennt man die Falle austricksen. So, und jetzt habe ich mir jetzt diese fucking Magnum gekauft für diesen verdammten Wichser. Der hat ja dieses Viech auf dem Rücken. Ach, verdammt. Ja. Ich glaube, das tut dem jetzt extra viel weh. Wer ist das an der Tastatur am Vergewaltigen? Der Alessio, wahrscheinlich. Böse Alessio. Ah, verdammter Hurensohn, bleib doch stehen! So. So, das tut dem ganz dolle weh. Warte mal kurz, geht das vielleicht ein bisschen leiser? Halt die Schnauze. Da. Halt die Schnauze, niemals! Halt Schnauze! So, und jetzt ist er tot, mit zwei Schüssen. Zwei Schüssen mit der fucking Magnum auf dem Rücken und sie ist tot. Jetzt haben wir ein Problem weniger. Das können wir uns ruhig Zeit lassen für diese Hurensöhne. Wir können natürlich auch hier so... Ach, warte. Ah, da wollte ich eigentlich einen Suplex machen. Ja, das Lustige ist, hier kann man einen Suplex machen, aber nur in der Burg. Ich weiß nicht, wieso nur in der Burg. Eigentlich sollte man das die ganze Zeit machen können. Ich finde es nämlich genial. Ja, deine Michi, soll ich ein bisschen mutig sein?
Ey, warte kurz, der fällt dir einfach hin. Ich will den, wenn man die Wichser in den Knie schießt in der Burg und man kann dann einen Suplex mit denen machen. Aber dafür muss der Wichser auch hinfallen und, also in die Knie gehen und nicht hinfallen. Wer lacht da so dreckig? Wer lacht da so dreckig? Oh, bist ein ganz cooler, was hinter mir? Ah, du verdammter Hurensohn! Darum liebe ich deine Let's Plays. Tut mir leid, diese Wichser sollen ja auf die Knie fallen, damit ich einen fucking Suplex machen kann. Oh, 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 oh. Böser Kopf. Ah, der hat mich angespuckt, der ist ein Zigeuner. Ah! Ah! Ich bin nicht tot? Boah! Oh! Oh! Ey, Alter, ich habe so wenig Leben, dass ich immer mein Leben sehen kann, aber ich lebe noch. Das nenne ich doch Michi-Faktor. Michi-Faktor. Ein Fall für sich. Jo, sowas von. Manchmal ungünstig, aber manchmal gut. Ja, ungünstig für dich, aber nicht für mich. Immerhin bist du hier rangegangen. Ja, ich habe den öfters mal angerufen, dabei war seiner Freundin zugange, aber... Ja, für mich war das ja günstig, weil er rangegangen ist. Für ihn war das natürlich ungünstig. So, jetzt. Suplex! Paff! Tut mir leid. Was war das für einer? Long und Snap? Und von vorne, also der ist hingekniet und ich hab den von vorne gemacht. Also normal. Ich weiß nicht. Nee, nicht ein, eigentlich so wie ein German Suplex, nur von vorne. Ach so. Ja, deswegen ja, der macht den richtig geil. Und den kann man eben nur in der Burg machen. German Suplex? Ja, wahrscheinlich sowas in der Art, keine Ahnung. Sollte man recherchieren, was das für ein Suplex dann am Ende war. Ja, das war eine Reverse Motherfucking Suplex von vor. So, was das hier? Ja. Das Lustige bei dir ist mit deinem Michi-Faktor, du, wenn man einmal nicht rangeht, wartest du 10 Sekunden, dann rufst du nochmal an. Ja, ne, alle. Irgendwann hat man einfach keine Möglichkeit mehr, als einfach auf ranzugehen. Wie war das nochmal? Alle guten Dinge sind 3? Okay, so. Ja, wir sind glaube ich glaube jetzt der Kapitel ist gleich zu Ende, oder? Ich bin mir jetzt leider nicht sicher. Ich meine, der wäre aber gleich zu Ende. Die Mutter! Das Mutter! Soll ich mal eine Runde mutig sein? Wieso? Soll ich mal jetzt wieder mit Camtasia versuchen, ein Video zu rendern? Nee, lass mal, kannst gleich machen. Ja, der Steph hat ein kleines Problem. Der, was hast du gemacht? Der hat irgendwie, sein Kühler ist irgendwie, nee, nicht, doch, der Kühler von der CPU, der CPU, beziehungsweise, die, nee, doch, der Kühler von der CPU ist irgendwie kaputt. Der Kühler, ja, genau. Der Kühler von der CPU ist total im Arsch. So, Problem ist dabei, wenn er irgendwas macht, also normalerweise kann er am PC spielen, hier skypen, alles kein Problem, aber nur wenn er irgendwas rendert, wo natürlich hier Camtasia einen Haufen Platz verballert, ne? Also Arbeitsspeicher und Leistung, ne? Hängt sich der PC auf und fährt einfach runter, weil der Kühler, also die CPU wird nicht gekühlt, das Ding wird heiß wie Sau, ne? Und eigentlich eine einfache Kettenreaktion. Oh, toll, jetzt hängt das. Ich hasse, wenn es hängt. Nein, mein Guild ist weg. Dein Guild? Mein Guild. Dein ganzes Guild? Nein, da war so Geld auf dem Boden. Oh, Headshot mit deinem Schuss. Ne, war so... Wow. Geld auf dem Boden, das ist aber verschwunden. Warum, Sir, benutzen Sie eine Magnum? Weil ich cool bin. Du Sprüche-Recycler, du. Oh mein Gott, hast du mal einen Spruch gebracht? Ach ja, ihr müsst wissen, der Roffel recycelt. Seitdem ich ihn kenne, hat er immer meine Sprüche nachgemacht, ja? Und nenn mir einen. Ich kann dir 1000... Ah! Oh Gott, hab ich erschreckt. Ja, ich schreibe wie ein kleines Mädchen. Hast du ein Problem? Falscher Knopf. Hab ich das gesagt? Du wolltest mir 1000 nennen, aber ich habe nur noch einen gefragt. Oh man, ich schneide nicht alles schön zu einer Complication. Ja, ja, ja. Sagt einer, Resident Evil wäre nicht cool. Wie kann man es nur wagen? Diese Hurensöhne. Hey, komm ich auf der Seite. Hey, hör mich zu würgen. Ich würg dich doch gar nicht. Innerlich. Ah,
Zurück. Ich weiß nicht, doch gar nicht. Ah, du verdammtes Viech. Ach, das ist so. Ich drück die ganze Zeit immer auf den falschen Knopf, ey. So, die Pump kommen, lassen wir so und pumpen wir gleich nochmal auf. So, komm schon, du Viech. YouTube, das hat so eine scheiß Matte, ey. Ich glaube, es könnte natürlich ein sehr interner YouTube-Fehler sein, weil sonst kann ich. Ich meine, du kannst auch normalerweise normal Videos gucken, ohne dass es so lange dauert, ne? Ew. Deswegen, ich denke mal, das liegt irgendwie an YouTube. Boah. Aber die Frage ist dann, wieso ich in meiner Schule immer noch unter einer Minute ein Video hochladen kann. Ja, ey. Wahrscheinlich, wie gesagt, wahrscheinlich liegt es an den Tageszeiten. Nee, glaube ich nicht. Ich meine, ich wollte vorhin dem Alex ein paar Videos von Donkey Bits zeigen. Mhm. Kennt's ja. Super Mario ist ein Pervers und so ein Scheiß. Okay. Jedenfalls. Alter, hat das lange gedauert, um diese scheiß Videos zu puffern. Oh, ich bin gleich traurig. Das ist ein Raketenwerfer und ich habe keinen Platz für. Wie traurig bist du? So traurig bin ich. Verdammter Hurensohn, ich will dich jetzt auf der Treppe töten. Was hast du davon? Ich komme wieder, Raketenwerfer. Und wenn es das letzte ist, was ich tue. Verkauft gleich alles. Deutschland besser ist als Italien. Erster Punkt, wir haben schönere Frauen. Zweitens, wir brauchen keine Mafia, keine Schmiergelder, um was zu bewegen. Drittens, unser Essen schmeckt besser. Viertens, wir müssen keinen Schiedsrichter bestechen, um zu gewinnen. Fünftens, wir bauen bessere Autos. Sechstens, wir trinken Bier und keinen Wein. Siebtens, wir haben besseren und längeren Sex. Achtens, wir sind Papst. Zehntens, der Kaiser ist deutsch. Warte, Moment. Wieso Deutschland ist besser ist als Italien? Der Lesio hat dazu was Lustiges geschrieben. Gründe, warum Italien besser... Yay! XL-Koffer! Tut mir leid, war fort. Naja, ich lese mal vor. Ja? Der Lesio hat dann darauf geantwortet, warum Italien besser ist als Deutschland. Wir haben die schönen Frauen. Pass mal auf. Erstens, ihr habt den Holocaust verursacht und seid im Begriff, ein weiteres Mal einen großen Fehler zu tun, da viele Ungebildete einfach den Sarazin folgen, der unwissenschaftliche und makabere Ergebnisse plakativ schildert. Zweitens ist es besser, eine deutsche Frau ins Bett zu bekommen. Im Schnitt ist einfacher, nicht besser. Wirklich? Ja, dann lest doch richtig. Hey, lass ihn doch, du weißt, er ist Legastheniker. Dann mach ich einfach auf. Na toll, jetzt haben wir Essen. Was war? Essen. Oh, Leute, die Roffel, Kartoffel. Muss ich jetzt leider verabschieden, weil es jetzt was zu essen gibt. Und ich habe Bärenhunger. Nein, geh nicht. Because I know somewhere deep down in my stomach. Ja, warte kurz, der Kapitel ist. Warte, chill noch ein bisschen, der Kapitel ist gleich zu Ende, kannst gleich gehen, warte. Okay. Moment, erstmal muss ich hier meinen Koffer ordnen. Und wenn ich sterbe, dann muss ich ihn nochmal ordnen. Dem geht's echt zu gut. Ja, meine Güte, ist jung und er braucht das Geld. Boah, ey, hab ich viele Brandgranaten hier. So, während ich jetzt essen gehe, versuche ich mal dieses Video zu rendern. Es ist nur eine Minute lang. Was glaubst du, wie lang Kim Tag? 2 Minuten? Was denn? Was wäre eins jetzt? Der Trailer für das Let's Versus. Ach so, ja, dann erzähl mal, was machst du jetzt für ein Let's Versus? Also, weißt ja, was spielen Vinorad und ich immer, wenn wir bei ihm sind? Stundenlang. Verhau das Würstchen? Na auch. Und nicht Penisfechten. Dann habe ich keinen Plan. Weiß doch, Blaze Blue. Ah ja, stimmt. So. Und dazu fordere ich jetzt die Leute, wer sich halt traut, gegen mich auf der PC oder Xbox-Version halt anzutreten. Du kennst ja meinen Charakter, den Hakuman, mit dem trete ich an. Und ja, wer sich traut, gegen mich anzutreten, der soll doch mal bitte vortreten. Hier ist jemand von Bedeutung. Er hat mehr Aufs als du.
Okay, das war ein Witz, aber. Kennst mich doch. Na gut, Leute, ich verabschiede mich und. Chill doch! Ich hab doch gesagt, ein paar Minuten habe ich noch. Ja, Essen ist fertig und das ist gutes Essen. Ein paar Minuten, meine Güte. Kannst du wohl ein paar Minuten warten? Ich bin gleich fertig. Gleich fertig. Ruhig, Steph, ruhig, ruhig. Ja, das kann ich besparen. So, Moment, jetzt suche ich mich immer Raketenwerfer und dann kannst du auch Tschüss sagen. Warte, Raketenwerfer, lauf! Lauf! Tür auftreten! Durchlaufen! Lauf, 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 lauf! Los, feiner Leon! Ja! So, ja, lauf, lauf, lauf! Ja, Raketenwerfer mitnehmen! Wir haben einen Raketenwerfer! Ja, und jetzt zurücklaufen! Lauf! Nein, ich bin an der Treppe hängen geblieben! Das passiert sehr oft, finde ich. Viel zu oft. Lauf, kleiner Leon, lauf. I'm a fire in my Leon. Brr. Brr. Komm schon, kleiner Leon. Kleiner Leon, gar nicht dumm, geistert um den Granador rum. Ah. Granador? So, jetzt ziehen wir uns noch diese schöne Cutscene rein. Danach kann sich der Hoffel auch verpisseln. Aua. Ah, das tut bestimmt weh. Ja. Ah. Nee. Ja, ich komme sofort. Ich werde dazu genötigt, zum Essen zu gehen. Oh mein Gott, wie schlimm. Finde ich auch. Ah, wo kommt das Ding her, Alter? Oh mein Gott. Das ist ein Penis. Na gut, Leute, ich muss jetzt auch raus aus der Konflikt. Komm schon, 30 Sekunden. 30 Sekunden. 30 Sekunden, ja? Komm, 30 Sekunden. Du kennst doch alle Esse, der geht mir zu, der was und sagt, dass ich. 30 Sekunden, okay, 25 noch. Komm schon. Noch 20 Sekunden. 20 jetzt noch. Jetzt kommt eine sehr, sehr berührende Rede. Ich bin ein Forscher von Sandalen. Ich wollte Sandalenrezept klauen. Jetzt kommt's. Das ist so heroisch. Hey, er hat die gleichen Handschuhe, die ich mir kaufen will. Steph Grass, der hat die gleichen Handschuhe, die ich mir kaufen will. Ui. Weißt du noch die, wo ich dir gestern einen Link geschickt habe? Ja, die. Krass. Okay, dann kann ich schon mal sagen, bis dahin vom Hausen, abonniert Roffel, abonniert Mason, abonniert alle! Außer Psycho Lesio. Doch, den auch. Und vor allem, abonniert auch noch Fuzzle O und weiß was ich was. Und Wrestling GWA, Wrestling GWA und... Okay, bis dann vom Hausen. Bis dann vom Hausen. Tschuas.